Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier auf Berg. Wie ihr seht, es lauert. Okay. Dragons Race to the Edge. Okay, alles klar. Sind wir gespannt, was da am Ende geht. Also, ist ein neuer Film oder was? Weiß ich jetzt selbst ja nicht so genau. Also, wenn ihr eine Peilung habt, schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, dann seht ihr natürlich hier bei Johann. Da können wir zuschlagen, aber wollen wir auf alle Fälle nicht, weil die Waldi ruhen. Die sparen wir uns natürlich. Aber ich würde sagen, wir legen erstmal los. Sammeln natürlich hier unser Holz und natürlich anschließend auch gleich unser Fisch ein und dann werden wir natürlich gucken, was wir hier mit unseren Materialien so veranstalten können. Ich hoffe natürlich, dass unser eisiger Kältegronkel schon wieder zurück ist, weil ich sehe gerade, oh, hier können wir gleich nochmal am Rad drehen, das werden wir auch gleich mal machen bei unserem Qualmdrach. Aber wie ihr seht, haben wir wieder mal extrem viel Pech. Aus dem Grund müssen wir natürlich gleich nochmal machen, könnten den für eine Stunde 30 Minuten nochmal losschicken, aber ich würde sagen, nö, den schmeißen wir erstmal in unseren Hangar und dann würde ich sagen, legen wir natürlich weiter los, sammeln hier die Ressourcen ein und gucken natürlich aber vorher einfach mal kurz nach, ob unser eisiger Kältegronkel schon zurück ist. Das weiß ich natürlich noch nicht. So genau, von daher seht ihr natürlich auf Anhieb, oh, jetzt hat mein Vater auch noch angerufen, ich habe ihn weggedrückt, Mann, aber ist egal, ich will das Video natürlich weitermachen. So, dann seht ihr natürlich, hier haben wir auf alle Fälle wieder mal ein bisschen was bekommen, müssen hier noch insgesamt 4 Minuten 15 Sekunden warten, das heißt natürlich, da haben wir noch ein bisschen Wartezeit am Start, von daher müssen wir natürlich gucken, was wir mit unserem Holz und natürlich auch mit unserem Fisch hier veranstalten sollen, aber ich denke, uns fällt trotzdem am Ende hier hoffentlich irgendwie was ein, also ich gehe einfach mal davon aus, aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht so genau. Ich würde sagen, wir checken natürlich erstmal die Akademie, gucken da natürlich nach, was gibt es da, können wir da eventuell die nächsten Drachen pimpen oder wird es dann am Ende nichts, das weiß ich nicht. Oh, 3 sind noch drin, das heißt natürlich, wir könnten auf alle Fälle eh einen Drache pimpen. Da will ich natürlich mal gucken, was kostet. 13,7 Mille ist natürlich nicht so pralle. Von daher würde ich sagen, gucken wir natürlich, ob wir da eventuell irgendwie ihn finden, der materialtechnisch natürlich ein bisschen mehr benötigt. Das wäre natürlich geil. Von daher würde ich sagen, gucken wir hier noch nach. Ah, das können wir uns nicht leisten, oder? Für 6 Eisen können wir den zu Valka schicken. Aber ich würde sagen, das lassen wir hoch. Wir sammeln erstmal unser Eisen, weil ich das natürlich für ein bisschen was anderes auf den Kopf kloppen will. Oh, hier brauchen wir auch 9 Eisen. Den könnte man trainieren, den könnten wir noch nicht trainieren. Oh, unser Holz, alles klar. Hier unten sieht es natürlich auch mies aus. So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal weiter. Gucken hier natürlich nach, haben wir hier noch den einen oder anderen. Den könnten wir für 3 Eisen losschicken, 9 Stunden. Würde dauern, ich glaube, das ist ja nicht so verkehrt. Da könnten wir auf jeden Fall einen Angriff nehmen. Aber ich würde fast sagen, wir checken natürlich erstmal den Hangar ab und gucken, ob wir da vielleicht noch den einen oder anderen auf 51 finden, den wir dann später auf alle noch Fälle noch ein bisschen trainieren können. 8 Stunden, 6 Stunden. Ich würde fast sagen, wir nehmen den hier. Für 4 Stunden 30. Ich denke, das ist ja nicht so verkehrt. Schicken wir den erstmal los. Müssen den natürlich erstmal hier auf Berg platzieren. Aber ich glaube, das ist ja kein Problem. Den klatschen wir hier einfach mal hin. Und dann schicken wir den noch für 4 Stunden 30 Minuten erstmal los. Haben dann das nächste erledigt und müssen jetzt natürlich, wie gesagt, erstmal gucken, welchen Drache wir auf alle Fälle noch trainieren. Also wie gesagt, das wird nicht leicht. Ich bin mir ganz und ja nicht sicher, muss ich sagen. Also das Problem, was wir einfach haben, wir haben zu viele Drachen auf Level 90, weil unser Eisen natürlich nicht immer so üppig ausfällt. Von daher müssen wir jetzt auf alle Fälle gucken. Wie sieht es hier aus? Den können wir auch nicht trainieren. Können wir den trainieren? Den können wir auch nicht trainieren. Naja, vielleicht könnten wir den doch trainieren, wenn wir den zurückziehen. So, und dann könnten wir für 4 Stunden 5 Minuten könnten wir trainieren. 7 Eisen kostet das. Das könnten wir eigentlich machen. Könnten ihn auf Level Nummer 95 pimpen. Ich würde sagen, das machen wir auch erstmal. 4 Stunden 5 Minuten dauert, 7 Eisen haben wir investiert. Das heißt natürlich für uns, wir haben materialtechnisch, holztechnisch noch absolut viel am Start. Von daher müssen wir dann natürlich erstmal gucken. Aber in einer Minute 25 Sekunden ist alles im grünen Bereich. Von daher würde ich sagen, checken wir jetzt natürlich erstmal unsere reisenden Drachen und gucken anschließend natürlich nach, was unsere Legendären hier mitgebracht haben. Also wie gesagt, da bin ich natürlich auch gespannt. Ich hoffe hier natürlich auch. So, dann haben wir hier erstmal noch ein Zahnrad. Das können wir natürlich gleich mal wieder einsammeln. Dann würde ich sagen, werden wir unseren Fleischklops gleich nochmal auf die Reise schicken und dann checken wir natürlich die anderen ab, die hier natürlich auch zurück sind. Und zwar haben wir hier unseren Snoggle Talk. Kurz und wirkt, das heißt natürlich, wenn wir Glück haben,
könnten wir den in den 4 Stunden, also wenn der andere Drache zurück ist, eigentlich eventuell noch trainieren. Wir müssen mal gucken, ob wir den schon so weit gefüttert haben, dass er jetzt nur noch trainierbar ist. Nee, von daher fällt es natürlich flach. Das können wir uns gerade nicht so wirklich leisten. Von daher würde ich sagen, schicken wir den auch erstmal nochmal los. Checken jetzt natürlich noch unseren Sturmpfeil und unseren Hakenzahn. Oh, der ist hoch zurück. Ist natürlich auch cool. Drehen wir hier auch erstmal nochmal am Rad und bekommen am Ende hier auch das Zahnrad. Das ist natürlich geil, weil die Zahnräder ist eigentlich das einzig wahre, finde ich. Also das ist mir auf jeden Fall lieber als ein paar Runen, als 3, 4 Runen. Also ich meine, was soll ich damit? Von daher denke ich, ist das Zahnrad dann doch ein bisschen sinnvoller, um natürlich, sorry, nicht meine Champions, sondern meine Sammlung hier weiter zu vervollständigen. Also das ist natürlich wichtig. Brauchen wir die Zahnräder? Hier brauchen wir insgesamt 450 Zahnräder, 53 haben wir. Hier brauchen wir noch einen Gegenstand, hiervon haben wir auch einen am Start. Von daher sieht es eigentlich ja nicht so verkehrt aus, aber naja, wir werden sehen, was am Ende bei rauskommt. So, dann schicken wir unseren Sturmpfeil gleich nochmal los, würde ich sagen. Und gucken einfach mal, oder hoffen einfach mal, dass wir den Gegenstand bekommen, den wir eventuell bekommen können. Also eine Chance drauf haben wir. So, wie ihr sagt, ich würde jetzt sagen, wir checken erstmal, wie versprochen, unseren eisigen Kältegrunkel. Dann würde ich sagen, werden wir den natürlich gleich nochmal losschicken für 18 Stunden. 11 Minuten, 382 Mille kostet es. Dann haben wir hier erstmal wieder Platz. Können jetzt natürlich hier unser Holz erstmal einsammeln. Oh, wir können ja keinen mehr losschicken. Müssen wir mal gucken, ob wir eventuell irgendwie ihn zurückziehen können, der Holz sammelt. Oder vielleicht von den Knochenräubern. Vielleicht können die auch Fisch sammeln. Ich weiß es nicht. Geh mal kurz hier nochmal durch. Oh, okay, hier haben wir noch einen Stein gesammelt. So, hier haben wir eine sammelt, da. Vielleicht können wir hier nochmal eh noch Fisch sammeln lassen. Ich denke, das ist sinnvoller. Waldiwal, können wir jetzt noch einen losschicken? Oh, wir könnten noch einen losschicken, Fisch sammeln, okay. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten... Ach so, wir trainieren ja den, deshalb brauchen wir jetzt noch einen Fischsammler, schon klar. Dann sammeln wir, lassen wir den erstmal Holz sammeln. Dann pimpen wir hier erstmal unseren Taifumerang weiter auf. Der ist jetzt auf Level Nummer 20, 21. Den können wir für 4 Stunden, 5 Minuten trainieren. Dann haben wir hier den Staubwühler. Den können wir auch für 13 Stunden, 20 Minuten trainieren. Also seht ihr selbst, ist schon relativ lange für Level 13, finde ich. So, was machen wir dann? Wie gesagt, wir müssen uns natürlich noch überlegen, was wir hier heute noch so machen. Haben noch eine Menge zu tun in der Akademie, ist aber erstmal wieder soweit alle Paletti. Von daher würde ich sagen, checken wir jetzt natürlich erstmal hier unser Mysterium-Paket. Sammeln hier die Odin-Münzen ein. Klar, ihr habt gesagt, hol dir das Goldpaket, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, dass ich noch ein bisschen spare, weil das Ding ist, ich will natürlich eventuell dann lieber das Paket hier hinten haben für 1740, weil da mal 3 Champions am Start. Das denke ich mal sinnvoll. Also denke ich jedenfalls, von daher werde ich das auch so machen. Hier haben wir natürlich eine Chance auf Champions Drachen, beziehungsweise auf Premium Drachen. Das Problem dabei ist aber so, oder auch, wir können nur seltene Drachen bekommen und das wäre natürlich eine miese Kiste. Also von daher will ich irgendwie doch schon auf der sicheren Seite sein. Also wie gesagt, wie seht ihr das? Wie würdet ihr das machen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, dann drehen wir hier gleich nochmal am Rad, gucken natürlich. Wart geht hier? Oh, wow, 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 wow. Der nächste Drache ist trainiert. Das ist natürlich geil. Hier haben wir jetzt unseren Regenschneider auf Level Nummer 91. Den können wir natürlich weiter pimpen, wenn wir wollten, aber das können wir uns gerade noch nicht so wirklich leisten. Von daher würde ich sagen, schicken wir den erstmal los, ein bisschen Fisch sammeln und gucken erstmal, können wir noch einen losschicken? Nö, dann ist da erstmal alles. Soweit Paletti, dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge Drachen. Ich denke, das habt ihr selbst schon gesehen, die hier bei Valka waren. Von daher würde ich sagen, gucken wir da natürlich auch gleich mal gemeinsam nach und gucken natürlich. Hier haben wir natürlich auch noch ein paar Drachen, die ich aufgelevelt haben in letzter Zeit. Werde ihn natürlich auch noch weiter pimpen. Aber ich denke, da kümmern wir uns dann im anderen Let's Play drum. Ich meine, jetzt ist es jetzt nicht wirklich wichtig. Denke ich jedenfalls, wenn ihr, ich meine, ihr seht, welche Drachen ich aufgelevelt habe, seht ihr hier unten links. Von daher ist ja alles im grünen Bereich soweit. Haben wir noch weitere? Jo. Den haben wir noch mehr? Jo.
Das könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, ja, hier im Hangar sind noch Drachen drin oder nicht, dann könnt ihr das einfach schließen. Und dann seht ihr hier natürlich ein Zeichen, wenn da noch ein Drache drin sein sollte. Also ich sehe jetzt natürlich kein Zeichen. Das heißt natürlich auch, dass kein Drache mehr trainiert wurde, beziehungsweise dass kein Drache zurück ist aus der Akademie und dann oder jetzt im Hangar sitzt. Von daher habt ihr da auf jeden Fall einen Überblick. Wisst ihr auf jeden Fall mal sofort Bescheid. Also das finde ich eigentlich relativ geil. So, das haben wir auch erledigt. Dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal unsere legendären Drachen, wie versprochen. Schicken die natürlich alle nochmal neu los, switchen hier rüber zu unserem Immerflügler. Den schicken wir auch für 12 Stunden gleich nochmal los. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal hier unseren ohne Zahn. Was sagt ihr? Da bin ich natürlich auch gespannt. Was hat der für uns? Wow, dreimal den Gegenstand, den wir brauchen. Das ist natürlich auch geil, weil die Wahl kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Hier haben wir die Sammlung. Und wir brauchen hier natürlich jetzt noch drei Gegenstände. Das heißt natürlich, da werden wir unseren ohne Zahn gleich nochmal losschicken. Ich meine, ein Event haben wir hier eh gerade nicht am Start. Von daher denke ich, ist es das Sinnvollste, das einfach so zu machen. Klar, wir könnten den nochmal wieder auf die Reise schicken. Aber ich denke, ich will erstmal hier meine Sammlung langsam, aber sicher vervollständigen. Also das ist mir schon ein bisschen wichtig. Von daher würde ich sagen, schicken wir den für 12 Stunden 35 Minuten nochmal los und lassen uns einfach mal überraschen, was am Ende dabei rauskommt. So, dann haben wir hier natürlich noch ein paar Champions am Start. Seht ihr selbst, wir haben hier 2-3 Stunden Pakete, ein 8 Stunden Paket und natürlich dieses Häuptlingspaket haben wir auch noch am Start. Von daher würde ich sagen, werden wir das natürlich auch gleich nochmal checken, sammeln aber erstmal hier die 3 und 8 Stunden Pakete ein und gucken uns dann natürlich gemeinsam das Häuptlingspaket an. Ich hoffe natürlich, dass wir hier einen coolen Drachen bekommen. 17 mal den Elite-Gronkel, 16 mal den Elite-Knochenräuber. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal nochmal in den Fight, in eine Keilerei und gucken natürlich, ob wir den Gegner eventuell so ja platt machen können. Also wie gesagt, geil wert. Versprechen kann ich erstmal nichts. Von daher lassen wir uns natürlich erstmal überraschen und werden dann später sehen, was hier, wie gesagt, so geht. Ich hoffe natürlich, dass der Gegner zu bezwingen ist, also geil wert natürlich, aber wir lassen uns, wie gesagt, erstmal überraschen. Wow, okay, 3 auf 13, das heißt natürlich, wir müssen uns auf jeden Fall wieder richtig derbe anstrengen, aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir am Ende hier die Nase vorne haben. Ich weiß ja nicht, wen soll ich angreifen, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die goldene Mitte, greifen den natürlich erstmal an und gucken, wie wir dann weitermachen können. Der Gronkel, naja, der ist mir schon ein bisschen Dorn im Auge, ich meine, der hat eine Spezialattacke, die hat sich auf alle Fälle gewaschen. Weil Ding ist, der rumpelt natürlich bei allen dreien drin, also bei meinen drei Drachen. Zieht er auf jeden Fall Lebenspunkte ab, von daher ist es natürlich nicht so nice. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wir müssen gucken, was hier am Ende so geht. Wie viel haben wir? Drei, ja. Ah, den müssen wir angreifen. Nun sind wir da auf der sichere Seite. Und den nehme ich dann gleich mal weg. Und dann kann man natürlich von zwei Drachen nur noch die Spezialattacken blockieren. Ich denke, das ist eigentlich relativ gut. Auf jeden nehmen wir dann, nehmen wir auf den. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den hier. Und müssen jetzt natürlich gucken, wie jetzt weiter was macht der Gronkel. Das Coole ist, der kann seine Spezialattacke erstmal noch nicht zücken. Das heißt für uns natürlich, wir können jetzt weiter Action machen. Greifen wir den an. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf den hier. Klar, wir hätten jetzt auch erstmal ihn platt machen können, aber ich denke, das ist so sinnvoller. Dann werden wir natürlich die Attacke nochmal raushauen. Das heißt natürlich, wir blockieren gleich nochmal die Spezialattacken und verringern auf alle Fälle drastisch die Angriffskraft der Bane-Gegner, also der Bane-Drachen. Von daher passt es natürlich hoch, ich denke. Oder ich hoffe, dass ich natürlich am Ende mit allen Drachen hier überlebe, aber ob es klappt, weiß ich noch nicht. Von daher würde ich sagen, machen wir erstmal kurz einen Prozess. Gehen hier auf jeden Fall erstmal auf den Gronkel. Weil ich denke, der hat natürlich eine fette Spezialattacke. Und wenn er die raushaut, wird natürlich eine miese Kiste. Von daher greifen wir den natürlich an, machen den natürlich auch erstmal platt und müssen gucken, was macht der Gegner. Oh, der kloppt uns dann am Ende doch noch weg. Aber wie ihr seht, haben wir den Sieg am Ende dann doch in der Tasche. Haben den Gegner natürlich erstmal eliminiert und können uns jetzt auf alle Fälle erst mal auf unsere Pokale freuen und natürlich anschließend auf das nächste Paket.
Naja, ob wir uns da so doll freuen, weiß ich auch nicht. Beim 3-Stunden-Paket finde ich es natürlich immer nicht so pralle. Also, naja. Gut, okay. Das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit dem Freischalten. Gehen erstmal zurück auf Berg und checken hier natürlich die Drachen, die bei Valka waren. Ich meine, hier haben wir auf Anhieb gleich mal 2 Stück am Start. Drehen hier erstmal am Rad und gucken. Wow, 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 wow. Hier wird es wieder mal nichts. Das ist natürlich mies für uns. Aus dem Grund würde ich sagen, naja, losschicken können wir nicht. Da bleibt er erstmal hier auf Berg. Und dann würde ich sagen, drehen wir hier gleich nochmal am Rad. Was geht hier? Was kriegen wir hier auf der Reihe? Hier kriegen wir natürlich auch wieder mal überhaupt nicht auf der Reihe. So, dann sammeln wir die 80 Mille ein. Können ihn leider noch nicht losschicken, weil das Problem, was wir haben, wisst ihr selbst bei Valkas Bambule. Von daher, dumm gelaufen. Aber wir können das anders machen. Wen habe ich vorhin losgeschickt? Was sammelt der? 3, ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir haben natürlich erstmal hier unseren Ringschneider zurückziehen. Und dann würde ich vorschlagen, lassen wir den natürlich erstmal Fisch sammeln. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Können jetzt hier auf Berg nochmal gucken, ob wir noch den einen oder anderen Drachen haben. Der bei Valka war, bei Glubbe. Eigentlich dürfte nicht mehr so sein. Doch, ihn haben wir noch. Da drehen wir gleich nochmal am Rad. Gucken hier natürlich, was am Ende bei rauskommt. Wow, wow, wow. Oh, Mann. Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, sammeln wir die 8,62 Mille ein und lassen den Segelrücken natürlich hoch. Erstmal hier auf Berg, haben dann soweit alles erledigt. Also wie gesagt, ich denke, wir sind für heute durch, haben alles soweit erledigt. Und dann hoffe ich natürlich, dass es euch wieder mal gefallen hat. Außerdem hoffe ich, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.